Maximum Crisis bringt einigen Support für viele Themendecks, darunter Necros, Buster Blade, DDD, The Phantom Knight, Resonator, Digital Bug, Artifact, Zephra, Bujin und Sylvan, um nur ein paar zu nennen. In der Erweiterung erscheinen erstmalig die Karten für Todraco. Das Besondere an ihnen ist, dass sie auch tributbeschworen werden können, wenn man für sie permanente Zauber- oder Fallenkarten opfert. Das stärkste Monster ist Masterpiece. Das Besondere an ihm ist, dass er unberührt ist von dem, was geopfert wurde. Also zwei Sachen aus Zauberfalle oder Monster. Und zusätzlich noch den sehr starken Effekt hat, dass er in beiden Zügen eine Karte zerstören kann. Neben Todraco erscheint auch noch das sehr spielstarke True King Exceed und die Feldzauberkarte, die der Sucher für das Deck ist. Des Weiteren kriegen die Raubpflanzen ihre zwei besten Monster, die sicher einen Platz in viele Decks finden wird. Ebenfalls gibt es guten Support für Spiral und Subterror, jedoch sind sie immer noch nur Tier 2. Zodiac bekommt nochmal sehr starken Support, wodurch es wieder zur alten Stärke aufblüht. Aschenblüte ist eine gute Handtrap und wird immer eine Überlegung sein, sie zu spielen. Der Tornado-Drache ist eine gute Karte und wird ein Muss für viele Decks sein. Wird sich was im Meta verändern? Welches Deck sich durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Aber sicher ist, dass in Tier 1 jetzt viel Todraco und Zodiac anzutreffen sein wird. Und wenn es das Deck selber nicht ist, zumindest als Engine.